Und dein Vater hat sich ja auch umgebracht. Wie viele Jahre später war das? 14 Jahre später. Dein Vater hat sich erschossen? Ja. Und kannst du dir irgendwie vorstellen, wieso? Eigentlich ist das aus nichts. Aus nicht irgendetwas, das kannst du sagen, das hat mich angeschissen. Oder ich bin nicht mehr weitergekommen. Das weiss man gar nicht genau. Und was hat das? Hat man gar nie herausgefunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist ein bisschen lang gegangen. Steigen Sie ein. Guten Morgen. Wir haben keine Sorgen. Scheint die Sonne, außer dass wir vorhin reinfahren. Genau. Vortritt, du leck. Der Matthias Lüscher ist nicht nur der beste Fahrer in ganz Zürich und Umgebung, sondern er ist auch unser Kameramann. Und du bist derjenige, der die Sendung heute organisiert hat. Auf Wunsch von dir, aber. Also eigentlich auf Wunsch von uns beiden. Wir werden ins kalte Wasser geworfen. Was wir wissen, ist, wir begleiten den Läufer von Zürich. Das ist der berühmteste Cypress-Verkäufer der ganzen Welt. Wo ich nicht weiss, wie er heißt. Ich glaube, das weiss kein Mensch. Mal. Du weißt das. Er heißt Rudi Kählin. Ja. Und Cypress, das ist so das Strassenmagazin von Randständigen, Obdachlosen. Genau. Wieder ein Eingliederungsprojekt. Er kommt aber eigentlich aus Graubünden. Hat er mal einen Vertrag gehabt als Hockey-Profi? Hast du das gewusst? Nein. Er hat eine grosse Hockey-Karriere vor sich gehabt. Aber es ist gescheitert. Aber er ist ein riesen Hockey-Fan. Ja, vom HCD. In Davos. Also er spinnt für dich und wir gehen auch ins Spiel schauen mit ihm. Mhm. Und schauen, wie er durchdreht. Und natürlich in der Social-Media-Welt wollte ich wissen, ob es Leute gibt, die ihn kennen bzw. irgendeine Beziehung haben zum Rudi. Und der Tom hat gesagt, ja, das ist doch der vom Dodos Song. Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. Wir schlafen mit den Leuten und Strassen von Zürich nach Seien. Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. Der Pascal Berger gemeint, ich habe schon ein paar Mal gedacht, dass er genau der tolle Mensch möchte porträtieren. Und Sonja Eberhard kennt ihn. Sieht man echt viel und sie ist sich auch verkommen. Wir finden heraus, ob der Läufer Zürich der Rudi überhaupt weiss, dass er berühmt ist und ob er Sonja kennt. Und was er für Beziehungen zum Dodo pflegt. Mhm. Und wo für ihn Heimat ist. Mhm. Jetzt findet er mich mega dumm. Nachher will ich den ganzen Tag mit ihm abhängen, obwohl er mich dumm findet. Es gibt Menschen, die mich dumm finden. Ja, ich weiß, es ist mega absurd und unglaublich, aber es ist so. Du fühlst Spass. Danke. Ja. Ich verkrieche mich hinter der Kamera. Das ist gut. Wo gehen wir hin? Ja, weiß nicht, wo ist er? Ah, da hinten ist er. Was ist der erste Eindruck? Er sieht aus wie der Samichlaus, wie der Samichlaus. In dünn. Also jetzt beobachte das allererste Mal und letzte Mal, wo ich Scheuche über dem Heu sage. Guten Morgen. Sorry. Hallo Rudi. Ich bin Gül. Du hast mich gestern gesehen? Ja. Ciao. Morgen. Morgen. Hoi. Ciao. Und, läuft schon? Ja, hey, ich bin schon ein Silpast. Okay. Ich bin im Viertel von 7. 7 bis Viertel von 7? Ja. 7 bis im Viertel von 8 bin ich Silpast. Ja. Jetzt da. Okay, gut. Und du weißt, ich bin jetzt den ganzen Tag bin ich einfach klebig an dir und begleite dich. Ja, das ist gut. Kein Problem, ich habe schon andere fertig gemacht. Morgen miteinander. Morgen. Und das ist jetzt einer von deinen Plätzen, die du machst in Zürich? Einer. Wie viele hast du denn? Wie, das darf ich dir gar nicht sagen. Wieso nicht? Das sagt man nicht.
Ist es wie so viele Frauen, wie man hatte, sagt man auch nicht. Was? Wie viele Frauen? Ja, ja. Frauen darfst du sagen, wie viele hatten, aber die meisten laufen ja mir davon. Also Frauen, gibst du Bescheid, aber wie viele Plätze hast du in Zürich hast, nicht? Nein. Wirklich? Ja. Wieso ist das heilig? Das ist, ja, meine Plätze sind so heilig. Sie sind alle selber aufgebaut. Was sei, wie lange bist du? Wie lange ich bin 14 Jahre, mache ich Zürich. 14. Jahr. Zunächst im September gehe ich 15. Jahr. Und seit 9 Jahren mache ich nur Zürich, vorher noch kleine Gelegenheitsjobs. 14 Jahre machst du Zürich und jetzt, wie viel verkauft man da so am Tag? Unterschiedlich. Aus Gnäsli haben und das Glück. Und du hast das? In der Regel schon. Aber du musst schätzen, wie viel Heft gehen heute weg? Heute gehen nicht so viel weg. Was meinst du? Arbeiten wir ja nicht gross. Doch, wir arbeiten schon. Jetzt fangen wir dann gerade an. Du musst eins wissen, wenn ich gefilmt werde, kommen weniger Leute. Ja, wir sagen es. Und wie viel Geld bekommst du von dir? Ein Heft kostet ja 5 Stutz, oder? Nein, das stimmt schon nicht mehr. Schon, oh Gott, wie viel? 3. April 2009 ist es 6 bis 60 Rappen pro Heft ist AHV. Ja. Also du hast auch AHV-Abgaben abgegeben. Und du kommst raus und weißt, wie es läuft. Weil ich noch wieder rauskomme, ich lebe immer noch. Ja, das stimmt. Aber du lebst nur von Südpreisverkauf. Du kannst seit 9 Jahre eigentlich. Du kannst deine Miete so zahlen, deinen Strom, deinen Coiffeur. Nein, für das Coiffeur habe ich kein Geld. Für das habe ich kein Geld. Da haben wir eine ganz gute Wettingkur, die haben einen Kur. Und ich verkaufe einen Kurs seit 11 Jahren. Ja. Die hat gesagt, wenn sie Schluss hätte vom Coiffeurladen, ja, dann bin ich der letzte Kunde und so lange gehe ich nicht zum Coiffeur. Echt? Ja. Das heisst, wie lange schon? 2006, 26. August. Okay. Nachher gehst du wieder mal. Ja, dann gehe ich wieder mal, aber dann verkaufe ich nicht mehr so viel. Das ist mein Markerzeichen. Hoi. Morgen. Schönen Tag. Morgen. Morgen. Schönen Morgen. Tag. Soll ich mir lächeln? Nein. Die Sonne lächelt mich schon, oder lange? Lange, ja. Morgen. Morgen, schönen. Morgen. Die Leute sagen doch gar nicht morgen. Aber ich sage, das ist wichtig. Ja, das ist doch nervig. Nein! Das nervt mich jetzt schon. Ich hab mehr Nerven. Muss ich ab dem Hals nehmen, wie viele Chancen sie brauchen. Okay. Und ich weiss, was man, dass da der Morgen schlecht ist. Das weiss ich. Aber ich meine jetzt nicht einmal das, Ruhe. Ich meine, dass die Leute an dir vorbeilaufen und du sagst «Guten Morgen» und sie sagen nichts und schauen weg und sind so, bringen das Maul nicht abeinander zum «Guten Morgen» sagen. Nervt dich das nicht? Nein, wieso sollen wir es nerven? Ich weiss nicht. Ich mich nervt es nicht. Ja, das ist schön, das ist gut. Mich nervt es. Ja, da könntest du nie etwas verkaufen. Das ist so serious business. Das ist nicht einfach so irgendwie ein Nein, nicht einfach eine Hampelmann-Firma. Ja. Da musst du Gas geben. Ja. Oder wenn du Gas gibst, kommst du auch zu dem Geld. Wie viele Heftchen musst du am Tag verkaufen, damit du gut durchkommst? Wenn ich in Chur bin, langen mir 16. Ja. Und wie ist denn da, wenn du jetzt deine 16 Heftchen nicht verkaufst am Tag, kommst du in den Stress rein, weil du kannst deine Miete bezahlen? Nein, ich komme nicht in den Stress. Du bist so. Ich komme durch das Abführungsgeld, habe ich etwa 400 bis 500 Franken im Monat. Und von dem ist es ein bisschen einfacher. Aber ich habe ja schon vorher geschafft. Also, ja. Keine Sorge. Muss? Ja, sicher. Es geht immer. Ja. Morgen miteinander. 6 Franken bitte. Danke dir und schönen Messi. Danke. Was habe ich gesagt? Du hast gewusst, ja. Ich mache noch einen. Also, das Easy-Sprache. Innerhalb von 10 Sekunden hat der Rudi mir ein gutes Gefühl gemacht. Er ist gar nicht grumpy, ich war auch nicht grumpy. Und Gott sei Dank haben wir noch ein Heft verkaufen. Obwohl ich ja schuld war, dass es nur eins war, wo wir zusammen... Auf jeden Fall, wir mussten weiter. Müssen. Es ist ein Kollege von Rudi gekommen, auch ein Südpreis-Verkäufer. Und die haben dann mit uns eine ganz spezielle Südpreis-Stadtführung gemacht, wo sie uns ihre Stadt gezeigt haben. Hier sind wir auf der Bahnhofbrücke. Da vorne ist der Fußgängerstreifen, das Lichtsignal. Und der, wo der Baum ist,
die Geländer sind, sind die, die Alkoholiker, die Drogen nehmen. Und dann habe ich einen, der bettelt für seinen Unterhalt, also für seine Miete, der tut bettelt, obwohl Betteln ja verboten ist in der Schweiz. Und ich bin einer, der das gar nicht gerne, wenn man vor mir darf, nicht betteln, nicht telefonieren und nicht rauchen. Und auch nicht vor mir stehen bleiben, weil sie nichts sehen. Da kann ich äußerst laut werden. Wieso hast du nicht gern, wenn Leute vor dir betteln? Früher, als ich noch jünger war, bin ich dort im Ecke und verkauft. Und sie waren eben dran. Aber du hast Bettler nicht gern, weil sie das Geschäft kaputt machen? Ja. Okay. Und es ist ja verboten. Hast du eigentlich Facebook und so? Nein, bin ich nicht. Weißt du, dass die Leute dich auf Facebook recht gut kennen? Ja. Woher weisst du es? Vom Kollegen. Ja, du bist eine Berühmtheit. Ich habe gefragt, ob die Leute dich kennen auf Facebook kennen. Und ob sie bei dir einmal Süppchen kaufen und so. Und dann sind alle gekommen und dann haben sich gefreut, dass wir mit dir etwas machen. Genau so sind wir durch die ganze Stadt Zürich gelaufen, 2 Stunden lang. Der Rudi hat uns gezeigt, wo man Suppen essen gratis oder allgemein einfach essen als Obdachlose, wo das verschiedene Obdachlose geschlafen haben und so weiter. Alles Mögliche hat man erfahren. Ganz eine neue Sicht auf die Stadt. Wenn du das auch möchtest machen, das ist öffentlich, kostet ein etwas. Das findest du aber alles raus auf suppreis.ch. Und wir haben sogar dann dürfen in die Hauptzentrale von Suppreis. Ja, vielen Dank. Rudi, jetzt haben wir deine Stadt gesehen eigentlich, also das ist Zürich, aber das ist gar nicht richtig deine Stadt. Darum gehen wir jetzt in deine Stadt und zwar auf Davos. Jawohl, ich freue mich. Also, dann los geht's. Let's go. Dort hinten ist die Bünde, wo ich früher angebügelt habe, als ich von der Schweizer Skischule gearbeitet habe. Da war alles weiss. Ja. Und da vorne war ein Kübel. Und meine weisse Katze, die viermal, ist die vom Dach oben runtergeflogen. Also du hast hier gewohnt? Ja, da bist du oben. Hier da. Da bist du aufgewachsen? Ja. Und wie lange warst du nicht mehr da vor dem Haus? 5 Jahre, seit meine Mutter gestorben ist. Das letzte Mal, als du in Davos warst? Ja, nein, in Davos war ich mehrmals. Am Matsch oder so, aber einfach nicht mehr. Davos, der Teil, wo mich vielleicht da berührt. Also berührt dich das? Ist nein, das für, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nein. Jetzt ist es für dich neutral? Jetzt ist es für mich ein zweites Leben. Du, jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wieso bist du überhaupt auf Davos zu deiner Großmutter gegangen? Weil mein Doktor hat gesagt, es ginge nicht lang, dann ich sterbe. Wegen was? Ich bin im 8. Monat auf die Welt gekommen und ein schlechtes Herz gehabt. Aber jetzt habe ich leider ein gutes Herz. Leider? Leider. Ich sage immer leider, weil nur mir noch etwas kommt am nächsten Ort. Okay. Und dann sind wir zu der Großmutter nachher. Und an der Weihnacht, wo der Vater kam, habe ich schöne rote Bäckchen gehabt. Deine Großmutter hat schon hier gewohnt? Ja. Ah, alles klar. Und das Haus sieht aus, als müsste man da Geld haben, dass einem das gehört? Früher war es so, der Mann von meiner Großmutter hatte ein Sanitärgeschäft. Und sie konnten das damals sehr günstig kaufen. Das ist ja lustig, du sagst der Mann von meiner Großmutter und du sagst nicht mein Großvater. Wieso? Nein, weil ich kein gutes Verhältnis hatte. Dann ist er einfach erst ein Mann. Für mich ist er. Ich darf fast nicht sagen, was ich jetzt denke. Aber du hast einfach kein gutes Verhältnis zu ihm. Ich sage jetzt wie Luft und das ist schlecht gesagt. Ja, okay. Und er, als sie das Haus übernommen haben, ist er das Dach aufgegangen und hat sich umgebracht. Ist hier runtergesprungen. Weißt du wieso? Er wollte nicht mehr leben. Ja. Mit dem Umgang vor allem ist er nicht mehr zurecht. Bist du denn schon auf der Welt gewesen? Ich war auf der Welt, ja. Und dein Vater hat sich ja auch umgebracht. Wie viele Jahre später war das? 14 Jahre später. In deinem Fall,
Und das ist ja Vater, eine Geschichte, die sich wiederholt hat, absurderweise. Dein Vater hat sich erschossen. Ja. Und kannst du dir irgendwie vorstellen, wieso? Ist er depressiv gewesen? Nein. Oder nein. Hat man sich irgendwie etwas zusammenreimen? Eigentlich ist das aus nichts. Aus nicht irgendetwas, das kannst du sagen, ah, das hat mich angeschissen, oder ich bin nicht mehr weitergekommen. Das weiß man gar nicht genau. Und was man hat man gar nie herausgefunden. Und was ist nachher passiert, nachdem dass du erfahren hast, dass er sich umgebracht hat? Dann bin ich auf St. Gallen Kappelen gegangen. Weil meine Mutter ein kleines Häuschen vom Restaurant Frohsinn, und das war 600 Franken. Du musst plötzlich den Haushalt übernehmen für deine ganze Familie, weil eigentlich wärst du ein Profi-Eishockey-Spieler geworden. Und das heisst konkret, du musst das an den Nagel hängen, deine Profikarriere, du musst auf Nordamerika. Ja. Und zwei Tage später wäre ich nach Nordamerika gegangen. Aber was war dein Vater für ein Typ gewesen, beziehungsweise was war deine Mutter für ein Typ Mensch gewesen? Meine Mutter war gutmütig, mein Vater hat nicht immer so mit Nerven nicht immer im Griff gehabt. Das Gegenteil, wo ich jetzt bin. Also ich habe Nerven und Geduld von meinem Grossvater, der da gewohnt hat. Mhm. Meine Grossmutter ist ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ohne sie hätte ich gar nicht Hockey-Goalie werden können, weil sie die Ausrüstung zahlt. Sie hat immer gesagt, es regnet nie lang. Schon bald kommt die Sonne wieder. Und das stimmt, wir haben jetzt hier Sonne, Gott sei Dank, und du ja auch wieder. Und nachher hat es mir wie das Hirn durcheinander gebracht. Und dann habe ich einmal diesen Job gemacht, einmal diesen Job. Ich habe wie lange gar keinen Job gemacht, bin wieder nicht auf der Davos. Dann bin ich auch ein bisschen in die Schulden gekommen. Sehr in die Schulden. Und die hast du jetzt aber losbringen können? Irgendwie? Ja, und nicht alles, nicht ganz alles. Aber eben in meiner Situation, ich hatte auch schlechte Erfahrungen mit Frauen gehabt. Und ich habe immer zu ihr gesagt, los, wenn beide den gleichen Weg gehen, wenn es nicht so ist, ich sehe dich einmal fremd gehen, bist du für mich, es ist ein hartes Wort, gestorben. Das toleriere ich nicht, nie. Und das ist dann passiert? Das ist mir passiert. Ich habe auch einen Sohn, ich darf ihn nicht sehen. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn, jetzt muss ich schnell studieren, ist 17, weil er hat das Büchli zu gut von mir. Ich habe vor x Jahren mal viel Geld gewonnen im Toto, über 60'000 Stutz. Und 20'000 Stutz war für ihn auf der Seite. Aber kennst du deinen Sohn? Weißt du, haben die eine Beziehung zueinander? Als er geboren ist, habe ich ihn gar nicht gesehen. Und hast du dich bemüht, dass du deinen Sohn irgendwie sehen kannst? Ja, weißt du, was heute ein Kampf war? Ich habe 7 Jahre gekämpft. Mhm. Und nach 7 Jahren haben sie mir gesagt, ich soll verschwinden vom Sohn. Und gibt es irgendetwas, das dir Kraft gibt und Halt? Kraft? Dass du dort hast? Der Schnee von der Wos. Das ist alles. Das ist einmal etwas. Weißt du, bei mir gibt es immer das Kribbeln. Es ist wieder März da, jetzt ist wieder die Zeit, wo ich mich neue Ziele setze. Und was ist das Ziel? Mein Ziel ist, in der Wos verkaufen. Ganz klar. Vor Südkreis in nach Davos bringen? Ja. Okay. Das ist das nächste. Aber weißt du was, wir machen doch noch ein bisschen, wir schauen noch in dein Davos an, wo du aufgewachsen bist. Ja. Was möchtest du uns noch zeigen? Jetzt gehen wir Richtung Platz. Davos Platz. Sehen wir jetzt hier, Rudi? In der Eishalle Davos. In der schönsten Halle der Welt. Und das, wenn du da an der Stehplatz bist, ein Match ist, muss man die Stimmung vorstellen, die drinnen ist. So, jetzt muss ich dich wieder packen, sonst gehst du mir irgendwie wieder weg. Jetzt müssen wir schauen, ob wir Schlittschuhe finden. Davos bin ich läufig. Rudi. Ist das so? Bist du auch läufig mit Frauen? Nein, ich komme da nicht. Ich habe noch nicht die Richtung gefunden. Wie wäre es mit der Gülschaft? Weiß ich nicht. Ich kann sie zu wenig. Ich bin zu jung, glaube ich, oder? Schon? Zu jung kannst du nicht sein. Aber wärst du jetzt eigentlich zu haben? Bist du Single? Ich bin Single und bin Solo. Immer? Oder auf der Suche? Schon lange. Schon lange auf der Suche? Nein, ich tue eigentlich
momentan suche ich eigentlich nicht suchen. Aber du hast anscheinend immer wieder Dates. Kaffee-Dates? Ich schon, ja. Oder ist das nur das Gerücht? Nein, es ist kein Gerücht, das stimmt. Und wer datest denn? Oder wie kommst du zu deinen Dates? Ja, mit meinem Augenspiel. Mach mal dein Augenspiel. Jetzt geht's gar nicht. Wieso? Der Wurst geht das nicht. Der Wurst geht nicht. Nein, der Wurst ist die Halle wichtig, die Berge wichtig. Und dass ja. Ich wieder mal da war. Kein Halten mehr. Also los da. Danke. Da ist das wieder mies. Ai, 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 ai. Achtung. Achtung. Ai, ai, ai. Freiheitsgefühl, hä? Bumm! Oh. Macht nichts! Alles dran noch? Ja, ja. Ei, 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 du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Mach doch nichts. Rudi, jetzt ist das so, wir sind ja jetzt schon eigentlich halb aufgewärmt, oder? Ja. Jetzt können wir eigentlich etwas machen. Was? Und zwar vermutlich das Wichtigste für dich am heutigen Tag, nebst dem, dass du mit mir zusammen abhängen darfst. Was? Das war ein dummer Witz. Wir gehen jetzt an HCD-Match. Ja. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Willst du noch eine Runde, machen? Eine Runde brauchen wir. Emotionen. Ich glaube, der Rudi und ich wollten gar nicht weg von dem Eis. Wir mussten aber. Eben, wir sind auf Zug an einem HCD-Match. Da hat irgendwie der HCD gegen Zug gespielt. Und dort passiert... Ja, nicht mehr so viel gehört nachher. Der Rudi, komplett ein anderer Mensch. Der ist komplett durchgedreht. Aber das erste Goal ist natürlich für Zug gefallen. HCD hat nachgereicht, auch ein Goal geschossen. Damit war klar für alle Beteiligten, das wird ein spannendes Spiel. Hören wir bei uns kämpfen, kämpfen, kämpfen! Ja, bitte kommen! Let's go! Diana! Diana! Entscheidend, wer das nächste Goal spielt, der ist psychologisch einfach vorne mit dabei. Es ist 1-1. Ja, schön! Gentlemen! Natürlich ganz klar, dass der HCD viel besser spielt, viel sauberer, viel langsamer und kontrollierter. Ja, nein, ich finde, es ist sehr spannend. Jetzt sind beide Huren voll... Hörgeli! Letzter Wurster! Und ja, ein bisschen Tinnitus schon. Führer spielen! Schneller! Es war noch 20 Minuten schon heim. Sag mal etwas, Rudi. Vorbei, ist vorbei. Kommen! Thank you.
Schaffen. Well done, big guy. He's the man. Well done, big guy. Yeah. Oh no, the Gurto! Oh no, the Gurto! Hey, dir geht es jetzt gut, gell? Ja, mir geht es sehr gut. Ich habe gesagt, wir gewinnen. Rudi, jetzt ist 10 Uhr, wir haben einen langen, intensiven Tag miteinander. Ja. Und ich kann nicht anders sagen, als dass ich hoffe, dass du einfach so kannst weitermachen und deine Siblings kaufen. Das ist kein Satz. Ja. Das ist kein Satz. Ich finde, so wie du bist, bist du voll gut. Ja gut, ich bin natürlich ein Extremer. Das stimmt, da habe ich ja. Extremer Fall. Danke vielmals, ich sage ciao. Ciao. Mach's besser. Ja. Guten Abend, ciao Rudi. Tschüss. Komm gut heim. Wir sind jetzt fast zuhause und mit dir ist es noch komisch, aber ich habe das Gefühl, ich kenne ihn wegen dem nicht besser. Ich glaube, ich habe ihn nicht richtig kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er sich, also ob er immer ehrlicher können sein zu uns und so. Ich glaube, an gewissen Punkten war er sehr ehrlich, als er von seiner Kindheit erzählt hat. Ich weiß aber, was du meinst. Ich glaube, es gehört aber auch zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Charakter, dass er nicht ganz greifbar ist. Das ist genau der Punkt, wenn du jetzt mich würdest fragen, was hat das für Charakterzeug? Ich könnte es dir nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben einfach zu wenig Zeit gehabt mit ihm. Vielleicht ist das. Aber ich bin wirklich krass beeindruckt. Weißt du, was mir sehr gefallen hat, oder was mir auch wirklich sympathisch ist an ihm? Er hat so eine. Du fährst irgendwo an, weißt du, mit reden, und dann geht es irgendwo nicht. Ganz eine andere Richtung und kommt ihm etwas in Sinn. Und so eine komplette Verstreutheit, oder? So wie er auch als Erscheinung auch ein bisschen daherkommt mit seinen Haaren und so. Und so funktioniert es, glaube ich, bei ihm oben im Kopf. Das ist mir sehr sympathisch. Das stimmt, ja. Das ist mir aufgefallen. Und zwar bei jedem Thema ist er so. Ausser im HC Davos. Und er findet immer wieder, egal, du kannst über seinen Vater reden, der sich umgebracht hat, er findet einen Weg, um irgendwie wieder über den HC Davos zu reden. Ich glaube, sein Leben ist. Und das ist auch seine Lebensphilosophie, ist ganz viel, zieht er eben aus dem Sport raus, oder? Ja. Das hast du gemerkt irgendwie. Stimmt, das ist ein gutes Fazit. So könnte man ihn tatsächlich dann fertig beschreiben oder tatsächlich beschreiben, sein Leben ist ein Hockeymatch. Mit Ups und Downs. Ja, das ist, ich würde. Und auch ein bisschen Show dabei. Noch ein Show dabei, natürlich. Und auch die Bande manchmal drücken und so. Aber ich finde, da muss man nichts mehr hinzufügen, oder? Nein. Nein, das ist.